Hallo, Shalom und einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt und ich grüße euch heute zum Freitag, den 14. September. Schon wieder fast das halbe Monat rum. Die Tage vergehen, die Wochen vergehen. Die Jahre vergehen. Und wir fragen uns manchmal, wo geht's hin? Liebe Freunde, ich kann es euch nicht sagen. Und mich persönlich interessiert es auch kaum, wo es hingeht. Was mich interessiert ist, wo ich landen werde. Jeschua hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende aller Zeiten. Ja, Jeschua ist der Herr und Schöpfer, der uns liebt und der uns den Vater nahegebracht hat. Und da lesen wir dann in der Losung Psalm 85, 10 und 11, da heißt es, seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Hilfe ist nahe denen. Wem? Allen Menschen, die ihn fürchten. Haben wir gestern schon gehabt. Alle Menschen, die ihn fürchten. Die ihm mit Respekt und einer gewissen Furcht begegnen. Und das heißt, dass wir auch in unseren Gedanken nicht negativ reden, nicht negativ uns mit negativen Dingen umgeben. Seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten. Vor allem, dass uns wichtig wird, dass Güte und Treue einander begegnen. Jeschua begegnet uns heute noch mit Gnade, Ruhe und Frieden, mit Güte und Treue. Und liebe Freunde, es ist auch wunderbar zu wissen, dass wir nicht verloren gehen, weil es seine Treue nicht zulässt. Es ist immer so, wenn Menschen abfallen oder verloren gehen, liegt es nicht an Gott, sondern an der Sturheit, an dem Stolz und der Arroganz des Menschen. Nicht Gott ist es, der die Menschen von sich stößt, im Gegenteil. Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Lieber Freund, liebe Freundin, du bist gemeint mit diesem Ausspruch, kommt her zu mir alle. Denn solange wir auf dieser Erde leben und atmen, haben wir die Chance, mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Haben wir die Chance, mit dem Vater eins zu werden durch die Tat unseres Heilandes Jeschua HaMashiach, der am Kreuz von Golgatha für uns starb. Strebst du danach ebenfalls Güte zu zeigen an deinem Nächsten und Treue zu zeigen dem gegenüber, der dir treu ist? Ist es dir wichtig, dass Jeschua die erste Geige in deinem Leben spielt? Auch wenn du aus dem letzten Loch pfeifst, lass ihn die erste Geige spielen und es kehrt Harmonie, Ruhe und Frieden ein. Gerechtigkeit und Frieden sollen sich küssen. Liebe Freunde, allein dort, wo Gerechtigkeit ist, kann Frieden einkehren. Friede heißt nicht Abwesenheit vom Krieg,
sondern Gegenwart Gottes. Friede bedeutet, dass du in Gott geborgen lebst, dass Gott in dir die erste Geige spielt, dass Gott in dir Regiment führen kann. Sitzt Jeshua in deinem Leben auf der Bank für Gäste oder auf dem Thron deines Lebens? Wo sitzt Jeshua? Hat er den Zentralschlüssel deines Herzenshauses oder muss er bei jedem Raum betteln? Denn das tut er nicht. Entweder du übergibst ihm den Zentralschlüssel und lässt ihn wirken, weil dann wird alles gut, davon bin ich überzeugt. Enthalte ihm nicht die Rumpelkammer oder die Kellerräume oder den Dachboden vor. Lass auch da ihn suchen. Er wird Schätze finden, aber auch Dinge, die er hinausschmeißt. Und ich sage dir, er schmeißt nichts hinaus, was lebensnotwendig wäre für dich. Im Gegenteil, er ist die Lebensnotwendigkeit für dich. Nur er allein ist es, der dein Leben verändern und prägen kann. Seine Hilfe ist nahe. Danke, Vater im Himmel, dass du uns nahe bist, dass du zu uns gehörst oder besser gesagt, dass wir zu dir gehören. Danke für deine Liebe und Güte, für deine Gegenwart. Der Lehrtext steht im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 14. Weil ihr darauf wartet, darum setzt euch alles daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch rein und fehlerlos vor ihm zu stehen, denn er kommt. Jeshua sagt in der Offenbarung, ja, ich komme bald. Ich kann euch nicht Tag oder Stunde sagen. Das wusste Jeshua, als er als Mensch auf Erden war, auch noch nicht. Es heißt eigentlich letztendlich immer nur bereit sein. Bereit sein ist alles. Darum, liebe Freunde, rufe ich euch zu. Er ist treu. Dort, wo wir untreu werden. Er ist voller Liebe, dort, wo wir lieblos werden. Er ist die Gerechtigkeit, dort, wo wir Gerechtigkeit vergessen. Und seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten. Ja, eine gewisse Form von Furcht vor seiner Größe und Gerechtigkeit und Herrlichkeit sollte unser Herz auch durchdringen. Denn wenn der Tag des Gerichts kommt, dann ist es auch für uns aus mit seiner Hilfe und Liebe, denn dann handelt er Gerechtigkeit und dann werden alle Menschen, die diese Gerechtigkeit nie angenommen haben, im ewigen Gericht landen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, kommt und lasst euch in seiner Liebe tragen. Amen.